Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute geht es um das Thema For-Schleife. In den letzten beiden Artikeln haben wir uns ja schon die While-Schleife und die Do-While-Schleife angeschaut. Und wie gesagt, heute geht es um die For-Schleife. Wie sieht die For-Schleife aus? Etwas komplizierter als While und Do-While. Die Syntax sieht folgendermaßen aus. Man hat erst das Wörtchen For und dann gibt es einen Bereich, mit dem man eine Variable initialisieren kann und dann ein Semikolon. Dann gibt es eine Bedingung, die überprüft, ob der Schleifenkörper noch einmal durchgeführt werden soll oder nicht. Und dann hat man eine dritte Möglichkeit, einen Schritt weiter einzugeben. Das heißt quasi die Variable, die in der Bedingung überprüft werden soll, letztendlich zu inkrementieren oder dekrementieren oder sonst irgendwas zu machen. Ich denke, am besten sieht man das an einem Beispiel. Ich rufe direkt mal den Compiler auf und dann gucken wir uns das direkt mal an. Also wir brauchen zunächst eine Variable. Das heißt, ich definiere mal eine Variable vom Typ Integer. Eine Variable beispielsweise i. Und mit dieser Variable i werde ich jetzt die For-Schleife programmieren. Gehen wir weiter runter und machen das mal hier in diesem Bereich. Das heißt, wir haben erst einmal eine Initialisierung. Wir setzen also i beispielsweise gleich 0. Und dann das zweite war die Bedingung. Das heißt, wir möchten unsere Schleife durchlaufen lassen, solange i kleiner als 5 beispielsweise ist. Und dann haben wir die Möglichkeit, Schritt weiter einzugeben. Das möchten wir in Einzelschritten machen. Also i soll jedes Mal um 1 inkrementiert werden, also i++. Jetzt kommt hier der Schleifenkörper dazu. Und hier können wir dann in dem Schleifenkörper irgendwas machen, zum Beispiel i ausgeben. Printf und dann %d. Vielleicht noch einen Zeilenumbruch. Und wir möchten i ausgeben. Und danach möchten wir warten. Ich rufe nochmal die Funktion rate auf, die wir beim letzten Mal programmiert haben. Dort haben wir mit do und while eine Warteschleife programmiert. Kompiliere das Ganze mal. Scheint funktioniert zu haben. Ruf das Ganze mal auf. Und starte das Programm. Und er macht genau das, was er machen soll. Er fängt bei 0 an, gibt die 0 aus, macht einen Zeilenumbruch, gibt dann eine 1 aus, eine 2, eine 3 und eine 4. Und wir haben ja im Programm gezeigt oder gesagt, dass er das so lange machen soll, solange i kleiner als 5 ist, also bei i gleich 0, 1, 2, 3 und 4. Und wenn i gleich 5 ist, dann bricht er letztendlich diese For-Schleife ab. So, das soll es eigentlich schon gewesen sein in diesem Video zum Thema For-Schleife. Unterhalb des Videos habe ich eine kleine Aufgabe gestellt, mit der du diese For-Schleife noch einmal üben kannst. Und in der nächsten Woche werde ich dir mal eine mögliche Lösung dieser Aufgabe zeigen.